eine faszinierende mittelalterliche Weinstadt. Eine kurze History-Doku. Oppenheim am Rhein liegt südlich von Mainz. Die Stadt ist berühmt durch ihre Sehenswürdigkeiten. Die über alles thronende Katharinenkirche vom 13. bis 15. Jahrhundert. Das bedeutendste gotische Bauwerk zwischen Köln und Straßburg. Die mittelalterliche Altstadt, das Kellerlabyrinth unter der Stadt aus dem 14. Jahrhundert. Ein ehemaliges Franziskanerkloster vom Anfang des 13. Jahrhunderts. Das Deutsche Weinbaumuseum und das Stadtmuseum sowie die Burgruine Landskron am Berg. Eine Besonderheit ist die Michaelskapelle, eine Totenkapelle mit dem Beinhaus neben der Katharinenkirche. In einem Rundgang werden Impressionen der Stadt in Bildern aufgezeigt. Die Katharinenkirche ab 13. bis 15. Jahrhundert. Spätromanische und gotische Bauepoche. Einzigartige Glasmalereien und im Schaufenster Südseite die Oppenheimer Rose und Lilie. Die Michaelskapelle und das Beinhaus. Das Rathaus von 1621 und die Altstadt. Die Franziskanerklosterkirche St. Bartholomäus aus dem 13. Jahrhundert. Die restlichen Klostergebäude sind nicht mehr vorhanden. Das Kellerlabyrinth im Umfang von 40 Kilometern mit 5 Ebenen. Ab dem 14. Jahrhundert zur Nutzung als Lagerräume für den Handel. Zu diesem einzigartigen Riesenkeller existieren zahlreiche Geschichten, Mythen und Sagen.
der Uhrturm der ehemaligen Stadtbefestigung. Am Berg die Burgruine Landskron, erbaut 11. bis 13. Jahrhundert. Die mächtigen Außenmauern mit Blick auf die Stadt beherbergen heute eine Freilichtbühne. Ein Besuch der malerisch an einem Berghang gelegenen historischen Weinstadt Oppenheim ist sehr zu empfehlen.